Willkommen, meine Lieben, bei Kochen mit Noja. Und heute machen wir uns leckere Lava-Cakes oder auch kleine Schokotörtchen mit einem flüssigen Kern. Und die Zutaten für heute lauten 4 Eier, eine Packung Vanillenzucker, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 80 Gramm Mehl, 120 Gramm Butter und 200 Gramm zartbitter Schokolade. Und zusätzlich benötigen wir etwas Butter für die Form zum Einfetten und etwas Puderzucker oder auch Backkakao für die Dekoration später. Hier für euch die Zutaten im Überblick. So, meine Lieben, und zwar werden wir erstmal den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. In meinem Fall Umluft 160 Grad. Und dann werden wir die Schokolade erstmal grob zerhacken, obwohl man kann sie auch brechen. Ja, es ist alles machbar. So, dann nehmen wir uns einen Topf, erhitzen den Topf und bringen dann die Butter zum Schmelzen. So, meine Lieben, den Topf machen wir jetzt aus, die Butter ist geschmolzen und die nehmen wir erstmal von der Herdplatte und machen dann unsere zerhackten Schokoladenstücke in den Topf und ab und an mal umrühren. So, meine Lieben, dann nehmen wir uns mal eine Schüssel, machen unser Mehl rein, Vanillezucker, unser normaler Zucker. Ich habe aber Braunzucker genommen, der ist leicht karamellisiert. Dann eine Prise Salz. Und die 4 Eier. So, meine Lieben, das haben wir jetzt schön schaumig gerührt. Wie man sieht, ist es wirklich schaumig. Und dann nehmen wir unseren Topf, wo unser Butter-Schokoladen-Mix drin ist. Und den werden wir jetzt hinzufügen. Wie schon erwähnt, wurde die Masse nochmal schön verrührt. So, jetzt kommt es darauf an, was wir für eine Muffinform benutzen. Also wenn ihr eine Silikon-Muffinform benutzt, einfach mal mit kaltem Wasser abspülen und dann trocknen lassen, ne? Nicht selber abtrocknen. Aber in meinem Fall werde ich halt so eine Muffinform benutzen. Und ja, diesbezüglich ist es jetzt wichtig, die dann auch dementsprechend einzufetten. Mein Rezept ist jetzt erstmal für 6, also für 6 Stück. Also werden wir in dem Fall auch nur 6 einpinseln, damit es später halt nicht anklebt. So, meine Lieben, gesagt, getan. Wir haben jetzt die Form eingefettet, ne? Und ja. So, jetzt werden wir für exakt 13 Minuten unsere Lava-Cakes in den Backofen hineintun, auf der mittleren Schiene. So, meine Lieben, nach exakt 13 Minuten sieht unser Werk jetzt so aus. So, jetzt könnt ihr alles mit Backkakao oder auch Puderzucker etwas optisch verbessern. Und ja, wenn nicht, könnt ihr auch ein Sieb nehmen. Ich nehme das jetzt, also ich mache das jetzt hier ohne Sieb. Deswegen sind ein paar Teile auch etwas verklumpt. Ja, aber kein Problem, so geht das auch. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und tada, der Kern ist flüssig. Bis zum nächsten Mal.
bei Kochen mit Nojan.